Hi, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Osterfeiertage verbracht. Heute ist Rosenmontag, wollte ich gerade schon sagen, Ostermontag. Bei euch wird es wahrscheinlich ruhig und besinnlich sein. Hier in Kolumbien ist schon wieder die Hölle los. Dafür war dann am Ostersonntag und am Freitag hier alles total ruhig, also wirklich Totenstille. Und ja, heute ist das bunte Treiben schon wieder eröffnet. Wir machen heute ein paar Tarotkarten. Sorry, ich bin krank. Ich habe irgendwie seit ein paar Wochen Husten. Also ich glaube seit 2 Wochen ungefähr. Ich nehme jetzt auch Medikamente. Also wenn ich zwischendurch irgendwie mal husten sollte oder mir die Stimme wegrutscht, hab bitte milde Nachsicht. So, wir schauen jetzt mal die mentale Ebene von Divine Masculine. Schon mal die Four of Cups. Wir haben den Neuanfang der Four. Ja. Meine Lieben, also als allererstes fiel die Karte von den Four of Cups. Ich mache hier immer Licht an. Es ist dann leider nicht mehr so gemütlich, aber ihr sollt ja auch was sehen. Also Four of Cups, ja. Und wir sehen hier eine Person sitzen, die so ein bisschen in sich gekauert ist und nicht in der Lage ist, sich mit diesen Kelchen zu beschäftigen. Ja, also drei Kelche ist eine Energie, wo man sich wieder trifft, wo man zelebriert. Im Schatten ist es oft eine Situation, wo drei Personen in irgendeiner Form involviert sind. Das könnte also sein, dass es bei den einen oder anderen der Fall ist. Und der vierte Kelch, der wird von Spirit gereicht und man kann den nicht annehmen. Ja, oder sitzt dann da vielleicht auch mit verschränkten Armen. Das könnte auch gut sein, dass man durch so eine etwas bockige Energie durchgeht. Ja, so meine Suppe esse ich nicht und in diese Richtung ja, mit diesen Gefühlen zu tun hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was über die Gefühlsebene kommt und ja, sich da jetzt gerade im mentalen Bereich austobt und da eine Verbindung sucht, damit das an die Oberfläche kommen kann. Ja, Four of Cups Energie, das ist das Erste. Wir haben als zweite Karte The Fool. Der Neuanfang, also es könnte gut sein, dass die einen oder anderen hier jetzt nochmal durchgehen müssen und das Ganze sich auch zieht wie Kaugummi. Ja, The Page of Pentacles, das ist also die langsamste Energie von allen im Tarot. Das ist eher so stehen bleiben, abwarten, sich nicht bewegen. Man möchte hier zwar nur mit einem Neuanfang kommen, durch das Pentakel ausgedrückt, aber der Page ist halt noch nicht so weit. Das ist kein Ritter, das ist kein König. Der ist auch noch nicht irgendwie auf seinem Pferdchen unterwegs, sondern eher so in diesem Stadium. Ideen zu sammeln, ja, wie man Dinge auf den Boden bringen kann, ja, und das miteinander gemischt kann halt sein, dass man, wie gesagt, nur zwischendurch auch über Probleme hat, diesen Kelch anzunehmen. Das sieht aber aus, als ob das jetzt irgendwie so praktisch so ein Endstadium ist vor dem Neuanfang, ja, vor dem Fool, vor dem Narren, der hier durch dieses Portal durchgeht. Und ich finde die Karte sehr schön. Auch hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist der Zodiac mit drauf. Und ja, es ist ein neues Abenteuer. Dazu muss man aber eben auch den alten Rucksack so auspacken und hinter sich lassen. Ja, der Narr, der ist nur mit seinem Wanderstäbchen unterwegs oder mit seinem Stab, hat also im Normalfall so einen kleinen Rucksack dabei und lässt eben alles, was nicht mehr dienlich ist, hinter sich. Ja, und es kann sein, dass sie sich hier durch das eine oder andere noch durcharbeiten müssen. So, die Karte ist hier direkt gefallen, Four of Wands. Ja, über die emotionale Ebene ist der Wunsch da. Ja, vier der Kelche und vier der Stäbe. Also es könnte fast konträrer nicht sein. Im Kopf können sie es nicht annehmen. Aber im Herzen ist nur diese Aufwartungsenergie da und wann kommt sie endlich hier auf dem Pferdchen angeritten in diese wunderschöne Szenerie? Ne? Sieht aus, als wäre hier schon was vorbereitet worden. Ich halte die Karte mal ein bisschen näher. Ist auch ein sehr schönes Deck. Ja, und er ist halt in der Erwartung, ja, dass sie kommt. Nur mit dem Pferdchen und das ist halt ne, diese 11-11-Energie. Ja, ist eine Hochzeitsszenerie und die müssen halt, wie gesagt, noch lernen, jetzt mit diesem Kelch umzugehen, der gereicht wird. Jetzt haben wir noch aber die emotionale Ebene. So, sorry, Leute, kommt, wie gesagt, ab und zu mal mit dem Husten.
So, das ist dieses Grundgefühl. Aber wir haben auch die Sieben der Schwerter mit dazu. Ja, die Sieben der Schwerter ist Ghosting, sich zurückziehen, nicht erklären, irgendwie im Dunkeln verschwinden und ja, also keine Erklärungen hinterlassen. So, ich kriege jetzt zwei Dinge rein. Einmal kann es sein, dass Divine Feminine geghostet hat. Das ist also nicht nur so, dass das immer Divine Masculine macht. Divine Feminine, die können das auch ganz gut, wenn sie so weit sind. Und dass das halt Wunden hinterlassen hat, ja. Und wie gesagt, Spirit jetzt mit diesen ganzen Synchronizitäten kommt, die aber irgendwie diesen Kelch noch nicht annehmen können. Die müssen noch so ein bisschen weiter studieren, noch so ein bisschen weiter auf den Trichter kommen, ja, durch diesen Erdpagen, der, wie gesagt, einfach seine Zeit lang braucht. Ja, es könnte sein, dass hier, wie gesagt, Wunden da sind, die verarbeitet werden müssen. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, dieser Wunsch, ne, auf diese Union, aber Seven of Swords ist unterwegs. Das kann natürlich auch sein, dass die beiden maskulin in irgendeiner Form geghostet hat und ne, also da keine Kommunikation stattgefunden hat, was bei beiden Wunden hinterlassen hat. Ja, also diese Fünf der Schwerter, ne, sie hat zwei im Rücken, ist hier mit drei unterwegs. Drei Schwerter ist auch nicht gerade toll, zwei Schwerter sind Zweifel. Ja, und irgendwie scheint hier etwas nicht ausgesprochen worden zu sein. Ich glaube, dass die sich hier verabredet haben. Das kann auch gut auf der Vergangenheit beruhen, ja, dass die einen oder anderen jetzt nochmal in der vergangenen Szenerien unterwegs sind. Ja, dass die sich gefreut haben und wie gesagt, die Divine Feminine dann ne, mit ihrem weißen Pferdchen irgendwie angerauscht kam und dass hier dann irgendwie Missverständnisse gegeben hat, Zweifel gegeben hat, einen inneren Konflikt gegeben hat, ja, aus verschiedenen Gründen. Und man dann in diese Ghosting-Energie eingetreten ist. Und das fühlt sich also relativ aktuell an. Aber es fühlt sich auch so an, als wäre das schon ein bisschen länger her. Ja, also das heißt, dass das Erinnerungen oder diese Gefühle an die Oberfläche kommen und die damit im Moment nicht so wirklich gut dealen können. Und deswegen dicht machen. Ja. Das heißt aber nicht, dass das für immer so bleibt, meine Lieben. Okay. Und das ist auch gut, wenn nur Gefühle, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind oder Erinnerungen an die Oberfläche kommen, damit man nicht wieder in diese Situation hineingekommen, damit man sich selber fragt, was ist denn da wirklich passiert? Ja, und dann wird man auf die Reise geschickt, ja, und muss sich selber auch oft betrachten und kann dann erkennen, was eventuell falsch gelaufen ist, ja, bevor man immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe hat. Was haben wir denn auf 3D? Nice. Ja. Page of Pentacles taucht wieder auf. Wir haben diesmal eine weibliche Darstellung. So, als erstes fiel die Karte Ace of Wands. Das ist die Karte, die mit dem, sorry, mit einem Neuanfang zu tun hat, ja, ein leidenschaftlicher Neuanfang, wo Feuer da ist. Aber der Stab muss erstmal zum Erblühen kommen. Ja, also das ist auch oft eine sexuelle Energie, die dahinter steckt, weil wir, wie gesagt, das Feuer haben, aber es muss etwas in die Transformation reingehen durch den Schmetterling, bevor das überhaupt beginnen kann. Ja, aber es ist, wie gesagt, am Horizont ist das Licht schon da. Wir haben ja hier auch diesen Fool, ja, den Narren, der kurz davor ist, durch dieses Portal durchzugehen. Liebeskummer spielt eine Rolle. Also das ist nicht so, dass die Jungs da nicht in irgendeiner Form betroffen sind von, ja. Vielleicht versteckt man sich so ein bisschen hinter diesen Sieben der Schwertern und ach nee, macht mir ja gar nichts aus und so weiter. Das ist halt nur dieses Maske aufsetzen. Aber hier ist Schmerz, ja, Schmerz, der stattgefunden hat, Liebeskummer, der stattgefunden hat. Und vielleicht hat die Divine Feminine da auch irgendwie mal noch mit dem Schwert rumhantiert und mal schön reingestochen. Ja, das kann also auch gut möglich sein. Wie gesagt, ich fühle ja auch was von Divine Feminine Seite. Und Leute, wir müssen das nicht immer irgendwie nur so legen, dass ne, die männliche Energie schuld ist an allem und man irgendwie ne, als Engel daher getrabt kommt. Also wir gehen auch durch diese ganzen krassen Gefühle durch. Und ne, ich weiß, dass wir als auch Frau Stick hinter den Ohren haben, als die beiden Feminine. Okay, wir müssen auch mit so Rachegelüsten und ja, solchen Energien müssen wir dealen, auch wenn das normalerweise gar nicht zum Charakterzug oder ne, zu einem selber gehört. Das sind aber oft auch Kollektivenergien, ja, in denen wir unterwegs sind, wo man sich fragt, wo kommt das denn gerade her? Was ist das? Ja, und dann sitzt man da und schmiedet voll die Rachepläne, also ob man die jetzt durchsetzt oder nicht, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, okay? Also ich denke, jeder sollte sich so weit kontrollieren, aber sowas kann eben auch passieren.
Ja, und hier ist halt ein ganz tiefer Schmerz, der bei die beiden Maskulinen sitzt und die müssen das halt noch beobachten. Ja, Page of Pentacles, das ist noch ein Prozess, ja, der auf der 3D-Ebene vor allen Dingen, also im Alltagsleben, sich bemerkbar macht. Man kann spirituell unheimlich viel verstehen. Ja, aber bis das angekommen ist auf der 3D-Ebene, bis man das ins normale Alltagsleben so weit integriert hat, dass einen das dann nicht mehr irgendwie so mitnimmt. Das dauert und die lernen das jetzt gerade. Ja, damit das eventuell, wie gesagt, in der Zukunft nicht nochmal passiert. Wie wird die One Feminine gesehen? Ja, das bestätigt jetzt auch nochmal dieses Grundgefühl vom Aufbruch ins neue Abenteuer und dieses wieder auf sich aufeinander zuarbeiten. Also wir haben jetzt als erstes einmal die Karte Six of Swords, ja, die sechs der Schwerter, also es ist jetzt viel Schwertenergie unterwegs, gerade das Mentale. Man versucht das Ganze in ein ruhigeres Gewässer, ja, zu bringen. Wir haben hier also sehr viele Emotionen, die praktisch über diesen Wasserfall dargestellt werden, aber auch Regenbogenenergie. Das ist eine der wenigen Six of Swords-Karten im Tarot, die also fröhlich aussieht. Ja, man sitzt zusammen im selben Boot und ja, navigiert irgendwie in bessere Zeiten. Ja, das Gewitter ist abgezogen und das könnte gut sein, dass die Divine Masculine das bei Divine Feminine wahrnimmt. Ja, vielleicht war Divine Feminine lange Zeit wütend, wie gesagt, mit Rachegelüsten unterwegs und ist ne, einmal komplett eskaliert, so wie man das so schön sagt. Und jetzt beruhigt sich die Lage. Ja, wir haben die Sicht hier auf die Zehen, also Zehen der Kelche. Das ist Happy Family. Hier haben wir auch wieder ja, diese Regenbogenenergie. Schaut mal, hier ist eine Familie darauf dargestellt und das ist die ultimative emotionale Wunscherfüllung. Vielleicht sind die noch ein bisschen weiter weg davon, ja, weil, ne, also man hat es versucht, dass es eskaliert. Und jetzt muss man sich halt irgendwie mit den Konsequenzen auseinandersetzen, mit sich selber auseinandersetzen, so lange, bis man bereit ist oder so weit klar ist, dass man nicht mehr in die eigenen Trigger hineinfällt. Ja, nicht mehr wieder irgendwie ins Fettnäpfchen tritt und dann wieder irgendwie eine Reaktion in den Tag legt. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie die ins Ghosting reingehen wollten. Wie gesagt, ich nehme das so wahr, als ob man hier irgendwie voll gewartet hat und boah, es ist endlich soweit und dann ist irgendwie eine Situation passiert, ja, und vielleicht auch Divine Intervention, was auch immer. Und dann ist man, wie gesagt, so getriggert worden, ja, dass man die Hände in die Hand genommen hat. Nee, die Füße in die Hand genommen. Die Hände in die Hand ist auch geil, ne? Die Füße in die Hand genommen hat und irgendwie weggerannt ist, ja, weil man diese Energie nicht so hochhalten kann. Trotz allem ist die Sicht auf Divine Feminine, du bist meine ultimative Wunscherfüllung. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ja, vielleicht gab es Ausflüge zu anderen, das kann sein, das passiert Divine Feminine, das passiert Divine Masculine. Aber diese Liebe ist ne, rein und unschuldig, ja, wenn man mal alles außen vor lässt, alles weglässt. Und das findet man nicht bei irgendwie jemand anderem. Und die wissen das. Und die sehen auch, dass Divine Feminine in ihre Kraft reinkommt. Das heißt jetzt noch nicht, dass man den Löwen gebändigt hat, ja, aber man ist auf dem Weg dahin. Ja, das ist auch eine Aufgabe. Ja, und es kann auch sein, dass da so ein paar Challenges irgendwie zwischendurch kommen, zu testen, in Anführungsstrichen. Also Spirit braucht keine Tests, aber Tests oder Aufgaben, Herausforderungen, die werden uns gegeben, damit wir selber sehen, wie weit wir gekommen sind. Ja, und hier haben wir eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, die nicht mehr irgendwie zu allem Ja und Amen sagt und auch nicht irgendwie wimmernd und weinend auf dem Boden liegt und in einer Opferhaltung unterwegs ist, sondern eine starke Frau. Ja, die bereit ist, auch an sich selber zu arbeiten. Und ne, wie gesagt, die beiden Maskulinen ist das auch. Die wollen doch auch nicht irgendwie ewig in diesem Pagen unterwegs bleiben und diese kleine Jungenenergie irgendwie mit sich tragen. Auch die werden aufgefordert dazu. Und die sehen diese Entwicklung von Divine Feminine. Wir machen heute eine Extended Version für die Kanalmitglieder. Also wer daran interessiert ist, könnt gerne mal in die Kanalmitgliedschaft reinschnuppern. Ich habe das ab 1 € aufwärts angesetzt. Das soll sich irgendwie jeder leisten können. Ich weiß ja, dass es vielen momentan auch nicht finanziell nicht so gut geht. Und von daher gibt es dann da ein Reading.
Ihr könnt euch die Extended Version mal reinziehen und dann mache ich, also sehr unregelmäßig, aber einmal die Woche auf jeden Fall noch ein anderes Reading, damit ihr da so ein bisschen Background-Informationen habt. So, Divine Masculine, was möchtest du sagen? Ja. Haben beide. Ja, es macht Sinn. Es macht Sinn, meine Lieben. Okay, so. Wir haben die süße Karte. Die Liebenden. Ja, es ist sehr schön dargestellt mit dem Ghost Tarot, ne? Und diese zwei Seelen, die miteinander verbunden sind, die miteinander verschmolzen sind, ja, wo ganz viel Liebe da ist. Und das ist ja so ein Tarot, was auch in die Ewigkeit geht. Ja, man kann halt, wie gesagt, diese anderen Sphären hier besser wahrnehmen durch die Darstellungen. Das ist Liebe. Ja, und Liebe, das habe ich auch letztes Mal gesagt, das heißt nicht immer, dass man zusammen ist. Man kann auch Personen oder Menschen lieben, mit denen man nicht zusammen ist. Weil, ne, auch wenn da irgendwelche Vorfälle passiert sind und so weiter, Liebe ist etwas, was man fühlt, was man manchmal gar nicht in Worte kleiden kann. Und das ist eine ewige Liebe. Ja, das ist ein Kapitel jetzt gerade. Ja, und in diesem Kapitel, meine Lieben, ist die Masculine aufgefordert, von dieser Page-Energie, von diesem Studenten, von dieser infantilen, etwas sehr jugendlichen Energie, in den Münzkönig zu steigen. Die haben noch einen Weg vor sich, was das angeht. Der hält ja auch die Münze. Nur der sitzt schon auf seinem Thron. Ja, und der kommt, wenn der kommt, mit einer ganz soliden Offerte. Das ist auch keiner, der wegrennt oder irgendwie sowas in der Richtung. Der weiß genau, was der will. Und der ist so solide, pragmatisch. Und was der anfasst, das wird zu Gold. Ob das jetzt irgendwie eine Beziehung ist oder irgendwie was Geschäftliches. Das ist letzten Endes, lassen wir das mal dahingestellt. Aber hier geht es ja auch immer um eine Liebesbeziehung. Ja, und die sind halt gerade doppelt in dieser Page-Energie unterwegs. Das ist was Neues. Ja, aber neue Ideen oder ein neuer Aufbruch in dem Fall. Aber die stehen halt noch irgendwo da hinten auf der Weide und wissen noch nicht ganz genau, was die jetzt mit diesem Goldklumpen anfangen sollen. Ja, das heißt, die müssen dann erstmal irgendwie so ein Pferdchen finden und dann zum Schmied und dann irgendwie die Münze schmieden und dann eben in das Königreich reiten. Um sich die Königin abzuholen. Und die Königin sitzt momentan hier auf ihrem Thron. Ja, als Schwertkönigin. Also wir haben hier auch, intelligenten Divine Feminines zu tun. Die wissen ganz genau, ja, so als Schwertkönigin, so im Grunde genommen ist die Schwertkönigin, die ist cool. Ja, das sind oft oft Luftzeichen. Also nur mit der Kommunikation auf jeden Fall sehr verbunden. Ja, mit denen kann man reden. Und die sind loyal und hilfsbereit und die sind auch da, aber manchmal ist der Schatten der Schwertkönigin ganz schön krass, deswegen hatten wir nämlich auch diese ganzen Schwerter und deswegen, ich hatte halt, wie gesagt, auch die Vermutung, dass die Divine Feminine da rege dran beteiligt war in diesem ganzen Schmerz. Ich glaube, die hat ganz schön ausgeholt hier und nur kein Butterbrot geschmiert, sondern da also wirklich Harakiri hinterlassen. In ihrer dunklen Energie. Und die sitzt hier und die hat halt, also das ist noch so ein bisschen auf Verteidigung unterwegs. Die sitzt hier noch mit ihrem Schwert und sagt, okay, also ich bin jetzt in meiner Stärke angekommen, aber so wie vorher kann das halt nicht nochmal irgendwie passieren. Und das ist eben auch, wie gesagt, so ein bisschen Abwehr und Verteidigung, was ich hier wahrnehme. Ja, also als wer sich hier mit dieser Schwertkönigin anfreunden kann, die das hier Harakiri hinterlassen hat, seid auch mal ein bisschen lieb zu euch selber, das ist okay. Ihr müsst euch aber selber auch verzeihen. Oft ist es so, dass wenn man in den Schmerz reingeht, dann fügt man das meistens auch anderen zu. Ja, oder man fügt sich auch diesen Schmerz selber zu. Und wenn einem das einmal bewusst ist, dann fragt man sich irgendwie, muss das sein? Und dann fängt man an, das loszulassen, so nach und nach. Ja, und ich glaube, dass hier auch was Ungerechtes gelaufen ist, ja, weil die Königin eben auch für Gerechtigkeit steht. Und wie gesagt, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, kann die auch ganz schön austeilen. Ja, aber im Grunde genommen ist es auch nur jemand, wenn man dann auf die zugeht und sagt, hör mal, können wir nicht irgendwie miteinander kommunizieren, dass die sich dann auch öffnen. Ja, nur ab und zu ist die halt auch eiskalt. Ja, das ist eben so dieses Ding. Und die Masculine muss hier erstmal irgendwie rein, weil die frisst den kleinen Pagen.
Direkt. Der traut sich gar nicht irgendwie hier überhaupt in den Thronsaal einzutreten. Und das weiß die, ich muss gerade ein bisschen lachen. Aber das weiß die Van Maskin. Die können nur kommen, wenn die selber auf dem Thron sitzen. Das geht nicht anders. So im Hintergrund läuft, man wartet darauf, dass die Schiffe nach Hause kommen. Moment, ich muss mal eben kurz gucken, ob das zwei Karten sind. Nee. Man wartet, dass die Schiffe nach Hause kommen. Und irgendwie ist man auch bereit zu neuen Abenteuern. Ja, wir sehen hier die Holde Maid mit ihrem Surfbrett, wie sie na, am Wasser steht und auf die perfekte Welle wartet. Im klassischen Tarot haben wir dann eine Person stehen, die darauf wartet, dass das Schiff nach Hause kommt. Aber es hat halt, wie gesagt, was mit Aufbruchsstimmung, aber auch mit Empfang zu tun. Ja, den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis es soweit ist. Und so lange kann man also auch diese Zeit füllen. Ja, das ist jetzt nicht, wie gesagt, dieses Abwarten und nur wann ist es soweit. Nee, also speichert das im Unterbewusstsein und kümmert euch in der Zwischenzeit um die Dinge, die wichtig sind, ja, um die Inspirationen, die ihr bekommt, nur geht es darum, dass die einen oder anderen den Lebenswandel umstellen sollen, umziehen müssen, dass ein neuer Job kommt und so weiter. Das können also ganz viele verschiedene Dinge sein, die in dieser Zwischenzeit da sind, bis, wie gesagt, die beiden Maskulin hier im König angekommen ist, okay? Und das heißt auch nicht, dass der Page schlecht ist. Ja, der Page bekommt halt neue Ideen, der kriegt neue Wege aufgezeigt und der muss diese neuen Wege erstmal gehen und das auch alleine. Also Divine Feminine ist nicht dazu da, die Divine Maskulin jetzt an der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, du Kleiner, jetzt gehen wir mal hier irgendwie ein bisschen spazieren und ich zeige dir mal irgendwie die Gegend. Also darum geht es nicht, die müssen es selber erkunden. So, Divine Feminine, ja, um ein bisschen lockerer zu werden, schnappt euch das Surfbrett. Ja, im übertragenen Sinne. Oder im wahrsten Sinne. Schnappt euch das Surfbrett. Wir haben Page of Swords, ja, also der Page des Schwertes, das, also, ne, das ist neue Ideen. Wir haben hier eine intellektuelle Persönlichkeit drauf dargestellt. Ja, auch hier geht es auch darum, etwas Neues zu lernen. Der Page der Erde, der muss lernen, wie man die Dinge materialisiert. Und der Page der Schwerter lernt etwas Neues durch in Intellektuelles. Ja, durch Lesen, durch Bücher, durch Informationen, die einem mitgeteilt werden. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich, ja, wo der Unterschied ist. Und hier kommen auch Botschaften aus der geistigen Welt. Ja, das kommt einem zugeflüstert. Und die Sonne zeigt an, es geht um Partnerschaft. Es geht aber auch um die Heilung des inneren Kindes. Okay, ja, und die Sonne ist, das kann jetzt auf ein, wie heißt es denn, auf eine Zeit hindeuten, also den Sommer hindeuten. Ja, wir sehen hier diese Person total, ne, barfuß, verbunden mit der Sonne. Ja, das ist meistens, wenn der Löwe Geburtstag hat, um die Jahreszeit, ja, so wie gesagt, Sommer und das Leben genießen, mit sich selber pari kommen, ja, Dinge ablegen, die nicht mehr zu einem gehören. So, man muss halt, wie gesagt, auch nicht ewig irgendwie jetzt in dieser Schwertkönigin unterwegs sein. Ja, also ne, die Schwertkönigin, die soll sich öffnen, um hier wieder neue Inspirationen reinzubekommen. Wie kann ich das hier heilen? Da gucken wir gleich mal nach, okay? Und wie gesagt, öffnet den Solar Plexus. Ja, das ist auch eine sehr stolze Energie, die ne, oft der Solar Plexus, wie heißt es, dicht hat. Ja, und hier sind Übungen angesagt. Etwas Neues, was gelernt werden soll, um sich zu öffnen. Ja, und bei den beiden Maskulinen, ne, die Sonne zu nutzen, um den Samen zu sehen, damit die Ernte dann irgendwann auch mal eingefahren werden kann. The Spirit. Page of Stones, ja, der Page der Münzen, ja, der kommt hier als Lynx, ja, über die Bäume, aber wie gesagt, das ist der Page der Münzen, ja, das ist gerade das Thema, den Pagen der Münzen abzulegen und erwachsener zu werden und sich nicht irgendwie von vielleicht auch von Kindheitsgeschichten triggern zu lassen,
die eventuell gar nichts mit Divine Feminine zu tun haben, sondern wie gesagt ganz woanders herkommen und einen immer so ein bisschen gefangen gehalten haben. Line of Vessels, ja, wie erfülle ich meine Wünsche? Es ist Genie in a Bottle. Ja, und hier kommt dann praktisch so dieser schamanische Flaschengeist irgendwie rausgeschwebt. Und man muss aber hinschauen, was ist denn in den Kelchen, beziehungsweise was wünsche ich mir? Ja, das geht auch darum. Sorry, das geht auch darum, zu lernen, wie man sich richtig die Dinge wünscht. Das ist auch eine Kunst, ja? Also die richtige Formulierung zu verwenden. Und dann können hier mehrere Wünsche sogar auf einmal wahr werden. Und das könnte sein, dass weil wir diese Page-Energie gerade so vorherrschend haben, dass die beiden Maskulinen das erkannt hat für sich und dass die jetzt schauen und sich auch wünschen, aus dieser Energie mal rauszukommen. Das kann auch mit versprengten Seelenanteilen zu tun haben, sagen sie, ja. So, Nine of Vessels, das ist grundsätzlich eine sehr schöne Energie. Ja, das ist der Tisch ist reich gedeckt, ne, die Kelche sind voll und Wünsche gehen in Erfüllung. So, was haben wir denn hier? Ja, ein Ten of Arrows. Schaut mal, wir haben ja den Großvater und den Enkel stehen oder den Vater und den Sohn. Wie auch immer. Und die müssen was lernen. Hier muss was beigebracht werden. Hier gibt es eine Instruktion. Ja, wie man den Pfeil genau abschießt, sodass der im Ziel landet und nicht irgendwie daneben. Und die benötigen gerade ein bisschen Hilfestellung, aber nicht von Divine Feminine, sondern das ist was anderes. Ja, das kann ja, wie gesagt, Vaterenergien sein, ne, etwas, was über die Ahnen kommt, etwas, was eventuell falsch beigebracht wurde und das deswegen alles so eskaliert ist. Ja, vielleicht gab es einen Vater, der immer schön irgendwie bei Diskussionen aufgestanden und gegangen ist und dann erstmal irgendwie am nächsten Tag wiederkam. Sowas gibt es. Das ist jetzt nicht irgendwie nur total weit weg. Ja, und man hat das einfach gelernt als Kind und dann übernommen und ne, das mit Divine Feminine gemacht, mit dem Ghosting und das ist dann nicht so gut angekommen. Also es kann natürlich auch Divine Feminine betreffen, okay? Also ne, es gibt ja auch Divine Feminine, die aus Diskussionen flüchten. Ich mache das manchmal auch ganz gerne, okay? Aber ich versuche mich dann trotzdem irgendwie dem Ganzen zu stellen. Also Konfliktvermeidung und so weiter. Und hier kommt jetzt, wie gesagt, von Spirit eine Instruktion, wie es gemacht wird. Und das müssen die alleine hinbekommen. Also für die, die Kontakt haben, ihr könnt natürlich genau darüber sprechen, ne, wenn das jetzt genau der Fall sein sollte. Aber ne, die kommen auf den Trichter. Also Spirit ist dabei, ja, denen jetzt, wie gesagt, die richtigen Informationen zu geben, damit das dann so weit kommen kann, dass die dann hier ne, endlich mal irgendwie auf diesen Thron steigen können, wo sie hingehören. Ja. So, wir machen jetzt noch ein paar Zusatzkarten und dann gehen wir ins Reading für die Kanalmitglieder, die Extended Version. Ja, surrender to your soul's path. Also die Reise des Lebens, die ist perfekt designt worden, ja, damit die Seele wachsen kann. Und jede Herausforderung oder jede Lehrstunde sollte umarmt werden. Ich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. Und dann sitzt man da, ja. Ich kenne das auch mit diesen verschränkten Armen. Ich will meine Suppe nicht essen. Ihr könnt mich alle mal und ich will nicht mehr. Und letzten Endes kommt dann doch irgendwie was dabei raus, was ein Schatz ist und was man dann mit sich tragen kann. Manchmal muss man einfach über diese Brücke gehen. Ja, und ne, das ist eine sehr verwunschene, schöne Szenerie, ein moosbewachsener Wald und ja, das ist dieses Surrendering, sich hingeben. Ja, dass jeder Schritt auf dieser verrückten Journey, dass das für uns designt wurde. Das ist vorhergesehen. Ja, selbst wenn wir irgendwo im Schlamm landen und immer ein bisschen untergehen, irgendwie im Sumpf und so weiter, das ist vorhergesehen. Ja, weil da etwas für uns liegt. Obsessives Denken. Ja, gerade wenn man irgendwie mit so Schwertenergien unterwegs ist, kann das also durchaus sein. Und wenn ihr obsessiv seid, was eine Person angeht, was eine Situation angeht, dann versucht man dieses Dilemma, weil es tatsächlich auch ein Dilemma ist, an Spirit abzugeben. Ja, und das wird euch helfen, viel mehr Klarheit zu bekommen und ein Problem auch besser zu lösen.
Ja, wenn man da sitzt, warum bin ich geghostet worden? Ich verstehe das nicht. Und dann wird man schön wahnsinnig darüber, weil der Geist versucht, irgendwas in die Erklärung reinzubringen. Was mit einem selber meistens dann auch zu tun hat. Ich bin bestimmt schuld. Und also was da alles an die Oberfläche kommt, das ist Wahnsinn. Und dann beruhigt sich das irgendwann. Ja? Und je mehr ihr surrendert, je mehr, ich lasse das jetzt los, ich lasse das los, ich lasse das los, desto mehr Raum und Platz schafft ihr auch für die wahre Antwort. Das hat nämlich nichts mit euch zu tun, sondern wie gesagt, dieser Page-Energie, die da irgendwie Überhand genommen hat und neu etwas ausgelöst hat, was anscheinend sein musste. Weil wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass es designt worden ist für uns, aber natürlich auch mit Schmerzen behaftet war, ja. Und versucht mal dieses exzessive Denken loszulassen. Das tut euch selber gut und auch der Situation ganz gut. Ihr werdet Antworten bekommen, wenn es soweit ist, die richtigen. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwie genau hier auf dem Weg so ein bisschen helfen kann, was das Ganze angeht. Stay strong. Ja, gerade für Divine Feminine, hier die Karte der Stärke. Und wie gesagt, das ist nicht so, dass man direkt hier mit der Miezekatze irgendwie Freund ist, sondern man muss sich dahin arbeiten. Ja, in diese Stärke. Es kann auch sein, dass manchmal irgendwie schwache Tage da sind. Das ist aber in Ordnung. Wir haben Hilarion. Das ist ein ganz toller aufsteigender Meister, der ist mit dem Herzchakra verbunden, mit der Farbe Grün, mit Reiki-Energie und er sagt, es gibt eine göttliche Heilung. Also vor allen Dingen ehrt eure Sensitivität. Ja? Versucht mal so ein bisschen in ein Retreat reinzugehen, also das heißt in Heilung reinzugehen, um eure Batterien aufzuladen. Und euer eigenes Licht kann andere unterstützen. Das ist sehr schön, ja. Das ist so eine Geben- und Nebenenergie. Und ja, ich muss immer an Reiki denken, wenn ich jetzt hier ne, mit Hilarion irgendwie verbunden bin. Und das ist ein ganz toller aufsteigender Meister, ja, der auch mit bedingungsloser Liebe verbunden ist über die Herzensenergien. Und legt euch mal einen grünen Stein aufs Herzchakra. Lasst euch Reiki geben. Also ich meine, wir haben alle diese natürliche Heilfunktion in uns. Man braucht jetzt nicht unbedingt eine Initiation dazu. Das ist ganz gut, wenn man irgendwie einen Meister oder einen Lehrer hat, der einen so ein bisschen anleiten kann, wie das alles funktioniert. Letzten Endes sind wir aber auch unsere eigenen Lehrer und Meister, okay? Ja, und wir tragen eben auch diese Heilenergien in uns. Und wer jetzt sagt, boah, ich habe gar keine Initiation, das ist nicht weiter schlimm. Ja, ihr könnt einfach mal die Hände aufs Herz legen und mal gucken, was passiert denn da? Und ihr werdet merken, dass sich da energetisch was aufbaut, ja, und dass ihr dann ne, in die Heilung reingehen könnt. Ihr könnt das auch mit Musik machen. Also es gibt bestimmt auch Hilarion-Heilungen auf YouTube. Lest mal ein bisschen was über die Geschichte von ihm, das ist sehr interessant. Und ja, arbeitet mit der Farbe Grün. Ja, grüne Unterwäsche oder ein grünes T-Shirt oder eine grüne Bluse. Ein Steinchen. Und Daniel, ja, ist der Engel der Hochzeit. Ja. Ich bin der Engel der Hochzeit und ich assistiere dir gerade jetzt. Also wir führen ja eine spirituelle Ehe mit jemandem. Ja, und das wird bei den, also die meisten wissen das, die meisten fühlen, dass das ein besonderes Band ist, dass man schon mal verheiratet war in früheren Leben, dass man sich auch in diesem Leben getroffen hat. Und meistens ist es so, wenn diese Twin-Geschichte losgeht, dass man einfach weiß, dass man zusammengehört. Ja, egal wer oder was da noch auf dem Weg kommt als Herausforderung, letzten Endes ist das eine spirituelle Ehe. Und Daniel, dieser Engel, der unterstützt gerade dabei, was ich sehr schön finde. Also ruft mal Daniel herbei. Ja. Ich muss immer noch so ein bisschen über die Schwertkönigin lachen. Ja. Ich kenne die selber ganz gut. In ihrem ganzen Stolz. Und dann sitzt sie da und lässt gar nichts mehr an sich ran. Und man muss halt lernen, dass die Eiskönigin schmelzen muss. Ja, das ist die Aufgabe von dieser Schwertkönigin. Ich sehe gerade auch, wie sie Harakiri veranstaltet da mit ihrem Schwert. Und sie hat das richtig als Bild vor Augen. Und lasst es bitte sein. Ja, euch selber auch zuliebe. Patience. Ja, also, ne, habt auch milde Nachsicht mit euch selber, ja, Geduld mit euch selber. Und jetzt ist Zeit, um etwas zu lernen, um zu studieren und um Informationen zu sammeln. Das ist diese Page-Energie. Also auch für Divine Feminine gibt es Informationen. Es gibt hier Bücher oder irgendwelche Internetseiten, Dokus, lalala. Ja, das kommt ja auch über ganz viele verschiedene Ebenen. Und beide lernen jetzt etwas.
Enjoy, ja, also genießt dieses Studentendasein. Weil in der Zukunft wird es dafür sorgen, dass ihr euer Wissen, was ihr euch jetzt aneignet, dass ihr das umsetzen könnt. Das wird eine Herausforderung, gerade wenn man wieder in eine Union reingeht. Ja, erst dann sieht man, habe ich es wirklich geschafft oder nicht. Und ne, das kann sein, dass man dann irgendwie die ein oder anderen Dinge hinbekommen hat, dann aber wieder was Neues an die Oberfläche kommt. Das ist halt, wie gesagt, dieser ewige Tanz, bis man es dann irgendwann auf die Reihe gekriegt hat. Okay, wir machen jetzt noch eine Abschlussbotschaft und dann gehen wir in die Extended Version. Achso, übrigens von den Kanalmitgliedschaften und auch von der Werbung, die ich hier schalte. Die gehen immer Spenden, ja, an andere. Also ich verteile das meistens so, oder wenn mein Projekt ansteht, so Divine Masculine sagt, zurück zu dem, was du liebst. Die sind auf dem Weg, ja, hier, durch diesen Märchenwald, wo man zwischendurch mal irgendwie ne, die böse Hexe trifft und in der Brombeerhecke kleben bleibt und in den Sumpf fällt. Und dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Ja, das gilt für beide. Das gilt für beide, meine Lieben. Okay. Also seht das eben als Abschnitt an, als Kapitel, ja, als Weg, Teil des Weges. Ja, und dieser Prozess, wie gesagt, der gibt eben diese Gelegenheit, neu zu gewichten, was man wirklich will. Deswegen kommen auch diese neun der, wo sind sie denn? Hier, die neun der Kelche. Was will ich? Was wünsche ich mir? Und dazu muss man in die Meditation reingehen, ja, ne, den Wunsch genau auszurichten, dass der sich dann auch erfüllen kann. Und manchmal werden Wünsche ganz schnell wahr. Das geht manchmal ratzfatz, ja, und an einige Dinge, die brauchen dann einfach ein bisschen, je nachdem. Aber Wünsche können wahr werden. Und wie gesagt, fragt euch selber auf diesem Weg, in der Kommunikation mit euch selber, weil da hinten ist irgendwo die Divine Masculine unterwegs. Oder beziehungsweise der steht da noch irgendwo am Wegesrand mit seiner Münze und weiß noch nicht genau irgendwie wohin damit. Aber das ist, ne, auf diesem Abschnitt jetzt gerade ist es wichtig, okay? Meine Lieben, ich sende euch mucho amor und bis ganz bald. Bye bye.